Nun geht's an die Gestaltung. Als erstes möchte ich die Zeilenhöhen etwas vergrößern. Das kannst du tun, indem du alle Zeilen überfährst oder auch indem du die ganze Tabelle auswählst mit diesem Symbol in der oberen linken Ecke. Und jetzt gehen wir zu Layout und hier kannst du über diese Pfeile bzw. auch numerisch über die Eingabe der Höhe 0,7 in diesem Fall die Zeilenhöhe ändern. Falls es bei dir jetzt nicht so sein sollte, nochmals die Ausrichtung. Hier kannst du bestimmen, wie diese Inhalte in den Zellen platziert sind. In diesem Fall haben wir die Inhalte horizontal und vertikal eingemittet. Dann soll ja bei der Mittagspause alles als ein Balken angezeigt werden, soll also nicht solche Unterteilungen haben. Das lösen wir über Entwurf, indem ich zuerst alle Zellen überfahre. Etwas besser sichtbar wird es, wenn ich das Fenster in die Breite ziehe. Hier unter Rahmen kann ich bestimmen, dass da zwischendrin kein Rahmen sein soll. Und stattdessen eine Schattierung, das heißt ein Grauwert, der die Fläche ausfüllt. Effektiv haben wir jetzt aber einfach diese vertikalen Abgrenzungen ausgeblendet. Im oberen Bereich wollen wir jetzt tatsächlich all diese Zellen verbinden, damit man also über die ganze Breite hinweg schreiben kann. Das macht man, indem man die Zellen überfährt und mit einem Rechtsklick Zellen verbinden wählt. Jetzt ist es also eine einzelne Zelle, die über die ganze Tabelle hinweg reicht. Und hier kann ich reinschreiben. Dieser Text soll nun etwas größer sein, nämlich 24 Punkt und Fett und als Schriftfarbe weiß. Und damit man das jetzt lesen kann, müssen wir natürlich den Hintergrund der Tabelle, und das ist wiederum bei Entwurf, mit einer Schattierung belegen. Damit wir jetzt etwas mehr Platz haben für den Titel, der ist jetzt ein bisschen gar eng, kann ich diese Zeilenhöhe auch manuell noch ändern. Du siehst, wenn ich zwischen zwei Zeilen hineingehe mit der Maus, so habe ich dieses Verschiebewerkzeug und jetzt kann ich das etwas in die Höhe ziehen und genauso hier diesen Balken für den Mittag etwas schmaler machen. Dann sollen die Lektionen etwas größer und fett angezeigt werden. 12 Punkt fett. Und die Tage, die sollen einfach nur fett sein, aber 10 Punkt. Ja, und wenn wir jetzt mit der Vorlage vergleichen, so sieht es doch recht hübsch aus. Ein bisschen besser sieht man es, wenn man die nicht druckbaren Zeichen ausblendet. So hat man einen guten Überblick.